Ja, es ist immer so, dass man sagen muss, das erste oder das primäre Ziel in der Saison ist die WM und danach ist eigentlich die Tour das zweite Ziel. Und gerade für mich als Oberhofer ist es natürlich schön, dass die Tour de Ski in Oberhof startet. Und dort möchte ich natürlich auch erfolgreich sein, genauso auch in Oberstdorf. Oberstdorf habe ich auch sehr gute Erinnerungen. War ja damals eine sehr schöne Weltmeisterschaft 2005. Von daher freue ich mich eigentlich sehr auf die Tour de Ski, speziell auf diese ersten zwei Etappenorte. Nee, eher nicht. Zumal ich ja auch einen kleinen Sohn habe zu Hause, der sicherlich seine Bettruhe haben muss. Von daher gibt es keine große Silvesterfeier. Ist natürlich klar, am nächsten Tag ist dann Wettkampf und von daher wird das wahrscheinlich nur ein Anstoßen werden.